Augen auf, hören zu. Hier sind wieder Brain Display. Ich bin hier mit Fernand Verley. Oh, dich, Mr. Efron. Ah, okay. Ich glaube, du musst da unten durch. Ja. Habe ich auch. Aber das finde ich gar nicht so nett. Sind die alle bewaffnet? Ah, die sind unbewaffnet. Guck mal, da unten ist was, was du hacken kannst. Versuch mal, ob du es von hier aus hacken Oh ja, kannst. Natürlich. Wir haben ja Fernhacken. Wir haben es zwar nicht, aber wir haben es irgendwie automatisch. Oh, außer Reichweite. Geh mal näher dran. Geh da oben auf die Tür. Oder kommst du da hin? Nee. Außer Reichweite. Es ist halt eine Tür wahrscheinlich. Ich würde mich halt tatsächlich hier oben auf die 2 versuchen drauf zu... Oh, das können wir probieren. Oh. Okay. Schön, dass sie den Gegner bei mir eingeführt haben. Da unten ist er eine Meute von anderen. Ja. Hallo. Tja, was Möchtest tut du ein ihr Gadget jetzt? Gadget benutzen? Wir haben doch das Sofort-Ausschalten für... Ja, dafür musst du sie dazu bringen, dass sie reinlaufen und es danach explodieren lassen. Das funktioniert nicht bei den Schnellen. Ja. Das ist halt so traurig. Ich bin hier oben und ihr könnt nichts dagegen tun. Batarang, Batarang. Wow. Batarang. Pass auf, der will dich überrennen und ich weiß nicht, wie man es kontert. Ich mach's jetzt einfach mit aus dem Weg springen. Ich würde an deiner Stelle jetzt auch einfach dann mal wieder das Boden ausschalten Dingen machen. Oder was ich auch gerne benutzt habe im ersten Teil war den Standard, der AOE Schaden macht. Zusammen mit dem Niederschlagen auf irgendeinen Gegner. Dann habe ich einfach 5-mal draufgehauen und wieder die Dings aktiviert. Ja, jetzt weiß ich wieder, wie das sofort ausschalten geht. Perfekt. Nein, du musst jemanden so schlagen. Nicht. Und besser. Besser und warum ist das. Und. Ja, okay, ich habe wieder meine Kombos raus. Ich weiß wieder, wie Kämpfen geht. Wenn du Batman bist, das Kämpfen auch ganz einfach. Ja. Aber wenn ich von 20 Leuten umzingelt werde, sieht das Ganze anders aus. Ja, dann da würde ich nicht so lang brauchen. Ja. Ich wäre viel schneller K.O. Ja. Stufenaufstieg. Vielen Dank. Wieso? Nur ein kleines bisschen. Ja, nichts. Die wollen irgendwas. Oh. Okay, der ist tatsächlich. Ja. Wir wissen doch beide, dass sie schon tot ist, oder? Ich mag Joker. Das ist gemein, Joker. Und der andere steht jetzt da und denkt sich so, was macht Batman? Nein, wo ist Simon Stack hin? Jetzt mal wirklich, wo ist Simon hin? Da. Was ist mit dir? Du bist Simon Stack. Warte mal. Oh, Psychose. Oh yeah. Verprügeln wir gerade Simon Stack? Keine Ahnung. Aber irgendwas ist falsch. Ganz falsch. Ja, die wehren sich nicht. Und du hast dein Kombo trotzdem kaputt gekriegt. Gib Joker eins aufs Maul. Ich glaube, du musst Joker eins aufs Maul geben. Ja. Fuck. Verdammt. Ich meine, wir haben ja auch die Joker-Ritis. Ja, vielleicht so. Oh oh. Nicht gut. Ich wehre mich dagegen. Ich werde nicht zu einem Joker. Noch nicht zumindest. Oh, das wäre jetzt so gut gewesen. Oh. Super. Ein innerer Krieg. Freigeschalten. Haben sie mir einen Gegner da gelassen oder wie können die sich so sicher sein? Was? Nein, sie haben mir nicht. Naja, sie haben gesagt, halt die Klappe, du siehst ihn nie wieder. Just to stack. Ja, du siehst Batman nie wieder, also entweder wollen sie ihn umbringen. Ah ja, genau. Nukleinsäure. Es vibriert. Okay. Nein? Noch ein bisschen weiter den rechten.
andere Richter. Ja. Noch ein Bär. Ich muss es halten, ne? Ja. Naja. Hey, ja, was war das denn? Was auf dich schießt. Und da hinten ist ein Joker. Ja, schön. Wenn du jetzt das Auto holst... Warte mal, nicht mit ihm reden, weil sonst... Ah ja, sehr gut, wir können die Geschütze, sollten sich von dort aus ausschalten lassen. Geschütze von hier aus ausschalten. Also, hi. Was hast du zu deinem Angriff zu sagen? Hi, Schnecke. Fast bad. Ich hab gespürt, wie du die Kontrolle noch lange nicht. Oh. Und dann sind wir der Joker. Oh, das wäre natürlich der ultimative Sieg des Jokers, wenn Batman zum neuen Joker. Ja. Aber das würde dem Joker nicht. Pass, schau mal auf, was da unten ist. Da unten sind so viele Kisten. Oh, ich sehe es. Das sieht aus wie ein Drehrätsel. Ja. Aber wohin willst du? Luftschiff neigen. Ah. Ah, ich werde da wahrscheinlich selber unten sein demnächst. Ja. Da hinten war doch nochmal irgendwas, was du hacken konntest. Dafür programmiert, nur Stacks Stimme zu erkennen. Kann ich das hacken? Nee, aber hinter dir, schräg hinter dir müsste nochmal was sein. Ja, das war der. Oder? Das war der. Achso, ja, stimmt, okay. Ding. Wenn ich da hochgehe? Nee, da kommst du her. Komm ich? Ah, da ist auch mein Ziel in die Richtung. Oh, zerstörbares Objekt. Ja, das ist. Schlagen. Ist das ekelhaft. Ich weiß nicht, was das für ein Zeppelin ist, aber ich will auch Labor auf dem Zeppelin. Ja, das ist cool. Komme ich zurück? Nö. Zerstöre die Geschütze? Auf ja. Okay, kann ich. Schau dich mal nochmal unten um. Oh, warte mal, ich kann da durch den Luftschacht wieder hoch. Ja, meine ich ja. Wenn ich da rein käme. Ja, hier auf. Das ist das Sprachgesteuerte. Da kommst du auf jeden Fall schon mal rein, weil dort links ist ein Rohr. Warte mal, kann ich da irgendwie hier nach unten? Ja, hier. Edzard. Hast du geglaubt, du hättest mich bei Ace Chemicals aufgehalten, Batman? Nein, ich glaube, du solltest dir den Weg vielleicht lieber von oben her freiräumen und dann die Teile alle locken. Nee, ich werde wahrscheinlich. Du kannst das, glaube ich, gar nicht so machen. Ich denke, ich muss da halt dauernd. Okay, den hier würde ich jetzt erstmal. Ah, nee, du hast recht. Ich muss mir den Weg von oben. Das hilft, glaube ich, am besten. Jetzt würde ich. Nee, der. Ja, ich hab's schon gemerkt, dass das schlecht war. Genau. Und den anderen ist der fixiert, gut. Ja. So, du wirst jetzt. Fixiert. Au. Du kannst den sogar irgendwo anders. Warte mal, was ist denn da hinten? Ein Riddler? Ist da irgendwas? Nee. Ich sehe nix. Den hier musst du jetzt aktivieren. Ja, den muss ich jetzt da aktivieren. Nee, um den musst du dich zuletzt kümmern. Um den musst den du dich. Kann ich dahin. Okay, ja gut. Dann bist du jetzt soweit fertig. Und. Wenn du den jetzt zur Seite kippst, dann kippt der hintere auch wieder zur Seite. Okay. Aber der ist trotzdem zur Seite gekippt. Und das. Ja. So. Aber ich glaube, das reicht schon. Dann innen drin noch machen. Reicht schon. Und du hast hier ein großes Chaos veranstaltet. Bist du zufrieden mit dir? Ja, ich bin relativ zufrieden. Gratis Energie für. Oh. Hallöchen. Da kannst du, glaube ich, auch draufschlagen. Meinst du? Okay, das probiere ich aus. Nein, so stark sind wir noch nicht. Bloß durch Karton. Ja, durch Karton macht viel mehr Sinn. Wir haben die proportionale Stärke eines Menschen. Und jetzt? Das frage ich mich halt. Ah, darin hättest du dich verstecken können vor der Kiste, die dir sonst auf die Fresse gegangen wäre. Ah. Oder geh nochmal zurück und lass das frei und geh einen Schritt zurück und lass das zur Seite gehen. Dann können wir da hinten nochmal direkt reinschauen. Ich würde mich da reinstellen, wenn ich du wäre. Hier. Warte mal, ich deaktiviere. Genau,
Wieso kann ich die nicht reaktivieren? Ich weiß es nicht, vielleicht musst du näher ran. Möglich. Jetzt. Ja. Nein? Nein, das ist der falsche. Du da, hallo? Dich. Sag mir nicht, ich muss wieder komplett raus. Na, so weit ist das jetzt nicht, aber das ist halt ein bisschen ärgerlich. Ja. Yeah. Nimm das, Luft. Da habe ich gesprengt. Jetzt kann ich aktivieren. Ja, und jetzt kannst du zur Seite kippen und jetzt fliegt... Okay. So, passt okay. Schon. Und schauen wir mal, ob es da jetzt... Ja, da unten ist... Ah, da war eine extra Luke, jetzt habe ich sie ja auch gesehen. Wow, das Rätsel ist eigentlich geil. Ja, das ist vielleicht sogar ein Riddler-Rätsel jetzt hier, die Luke. Irgendwohin, ja. Ja. Ah, das hätten wir gesehen, wenn wir uns besser umgeguckt hätten. Okay. Also die Ritter... Die Riddler-Trophäen machen dieses die Mal echt Spaß. Die Trophäen sind gut, ja. Die seine Autorennen nerven. Ja, die sind wirklich... Oh, ich fordere dich heraus zu einem Duell des Wissens und der Muscle Cars. Ich bin Batman und ich mache explosives Graffiti. Möchtest Hallo? Du das vielleicht einfach nur hacken? Ja, es vorhin hat irgendwie die Schnelltaste funktioniert. Für Hacken gibt's keine Schnelltaste. Doch, es gab eine Schnelltaste fürs Hacken. Na, wo sind wir denn? Kohlenstoff. Hydrate. Zurück. Noch ein Stück. Hier. Kohlenhydrat. Juhu. Ich bin fröhlich und hüpfe wie ein Häschen in den Aufzug. Warte mal, hier gab's... Warte mal, geh nochmal zurück. Da gab's eine Trophäe? Ja, wir haben, wenn wir hier zur Türe reingeguckt haben, gab's irgendwo an der Decke noch eine. Nicht hier. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Aber wo ist jetzt... Ach nee, gehen wir nochmal runter. Dann die Treppe runter. Oh, ja, lala. So funktionieren Treppen nicht. Bei Batman schon? Ah, da ist noch was grün. Moment, lass mich einfach mal gucken, ob ich was hacken kann. Da ist nochmal eine Luke. Oh. Ah, sind wir durch die nicht hochgekommen? Doch, ja. Aber ich würde es trotzdem versuchen. Mein. Nee. Nö, wirklich nicht. Markier sie. Ja. Das geht diesmal viel schneller als früher. Ja. Mittlerweile weiß Batman, dass jedes Mal der Riddler irgendwelche Scheiße baut. Ich meine, das wäre hier und dann nach unten. Na egal. Und ja, das hoch. Ist irgendwie ziemlich direkt unter uns jetzt. Wir da und noch was Zerstörbares. Mach einfach den Haken. Ja. Oder Explosiv-Dings. Batclaw. Genau die. LTY. Funktioniert das? Nö. Stück zurück. Hopp. Stück zurück. Dann falle ich gleich ins Loch. In welches Loch? Durch das ich hoch... Ah ne, das ist eine Luke, ne? Ja. Egal. Was da unten passiert ist. Ich wollte nicht dich umbringen, sondern dein Verstand. Also. Okay. Ja. Dafür brauchst du den Greifer. Ich bin eh unschuldig. An allem ist nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Joker-Befreiungsmixtur? Ja. Das Angstding schwächt Batmans Psyche derart, dass Joker es deutlich leichter hat. Wirklich, was hat Riddler mit diesen Zeppelinen? Stacks kleiner Freund ist keine Fantasiekreatur, die üblichen Pigmente fehlen ihm nur. Das klingt nach Malbino. Ich habe an Einhorn gedacht. Einhörner haben Pigmente. Einhörner sind Regenbogenfarben, natürlich haben die Pigmente. Was denkst du denn? Eben, aber es fehlen ihm die Pigmente. Egal. Die haben alle Pigmente. Bist du ein Sucher oder ein
Heiler? Sanitäter. Ich erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Haben wir wohl noch nicht. Weil das der erste ist, den wir tatsächlich begegnen. Und dich auch. Und jetzt Angst-Multi-Mega ausschalten. Kann ich? Gerade? Nee. Nee, ich würde mich halt da oben. Da oben. Da wo oben. Ach, nicht da oben. Oh oh. Da wo richtig oben war. Hallo, los Drohne, setz. Er hat nicht mal gesagt, ich habe ihm im Visier oder so einen dämlichen pseudo-coolen Spruch. Ja. So, und jetzt kann ich dann Angst. Jetzt sind sie alle weggelaufen. Okay, geh weiter, weiter, töte ihn. Meinst du, okay? Ja, wenn jemand da ist, dann wirst du ihn halt einfach. Ja, ich meine, wir haben eh einen Sunny dabei. Der wird wieder ein paar aufwecken. Was willst du denn überhaupt? Warum willst du die aufgeweckt haben? Du kriegst. Nein, ich will die nicht aufwecken, aber. Da kommt wieder einer. Siehst du das? Siehst du das? Ja. Wieder. Den möchtest du jetzt lecken. Leck den ab. Okay. Wetten, du traust dich nicht, den abzulecken? Ich? Und mich nicht trauen? Siehst du? Leck den Clown. Ich soll den Joker lecken? Nee, der ist echt eklig. Hast du Joker nicht lieb? Lieb schon, aber er ist echt eklig. Ja, aber hast du noch nie eine Lieblingsspinne gehabt? Die muss man auch küssen. Das vereinsamt die. Töte die alle. Ja, hatte ich vor. Einmal. Und der ist tot. Was zur Hölle war das denn? Hat er gerade wirklich nicht mit den Fäusten zugeschlagen, sondern lieber mit dem Hinterkopf? Ja. Eckendeckung! Mach Eckendeckung! Mach das! Und tschüss! Und irgendwo ist, glaube ich, noch einer. Ich sehe gerade keinen in meiner. Oh. Wo ist er denn jetzt? Oh. Da. Ich glaube, da ist sogar noch mal irgendwo einer. Ja, das sind noch jede Menge. Aber das wäre mir zu geil gewesen. Oh, wo bin ich denn jetzt hin? Hoch. Ja, ich habe irgendwie. Zieh den runter, wenn du kannst. Oh oh. Nee, kannst du wohl nicht. Hopp. Schwing da rein. Schwing dein Ding. Okay, jetzt bin ich wieder wo ganz woanders, Leute. Ihr findet mich nie. Ja, das ist halt. So. Hypermobil mit. Was bist du denn? Irgendwas, was du sprengen musst. Vorrichtung, Analyse. Also. Au. Oh. Man kann damit Gegner in der Umgebung. Ey, was? Ah. Okay, ist ganz okay, das war gerade noch überprüft. Ja, da war ein Gegner gerade, wo ist er jetzt hin? Der war ganz. Der kann sich genauso teleportieren wie du. Ach. Gehen wir mal raus. Hack das Teil, ich will wissen, wie es funktioniert. Ach so, dann locke ich Gegner an. Ja, aber ich würde da. Ja. Geh mal einfach auf den Vorsprung hinter dir, da die Treppe hoch. Nö, ich mach das von hier unten. Sollte eigentlich funktionieren. Nein, das kannst du nicht. Meinst du? Du kannst da unten keine Items einsetzen normalerweise. Echt jetzt? Du musst es nicht mehr richtig hacken? Das macht Nö. Das einfach. Weil das okay, ja. Okay, wenn jemand in der Nähe wäre, könntest du das tun. Okay, zwei Bewaffnete noch. Und ja, und da hinten sind aber auch noch zwei Unbewaffnete. Du stellst keine Haben auf. Haben wir ihm das Herz gebrochen? Möglich. Hat Batman irgendeine homosexuelle Beziehung, von der ich nichts weiß? Außer zum Joker. Wir haben halt einen Schuss mitten ins Gesicht gekriegt, wo wir keine Rüstung haben. Konsole die Verteidigung des Luftschiffs deaktivieren. So. Bla 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 bla, Wissenschaft. Ach, der Anzug hat bloß gemacht, dass der letzte Hit tatsächlich einfach. Kick ins Gesicht war statt Schleichen. Okay, aber was jetzt dann passiert, wenn wir die Dinger ausschalten, seht ihr beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns ein Like, einen Kommentar oder, oder? Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Für mehr Batman. 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 Bis Tschüss. Dahin. Tschüss. 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 Batman. Nix. Böse, böse. Sehr schlecht. So. Gucken wir hier. Du bist bestimmt eine Kiste. Ja, eine ganz große Kiste. Wenn man die an der Nase dreht, dann poppt ein kleines Fach im Schoß auf. Und da ist ein Dauerlutscher drin. Genau. Okay, wir kommen hier nicht weg. Das heißt, die Quest mit den Kisten haben wir irgendwie versammelt. Das ist zumindest keine Quest.